Es ist wieder die Jahreszeit. Die Open stehen vor der Türe. Wir haben jetzt nur noch 2 Wochen bis zu den Open. Das heißt jetzt nochmal die Final Touches für die Workouts. Wenn ich weiß, was die Open sind, die CrossFit Games Open, ganz kurzer Abriss. Die CrossFit Games Open gehen 3 Wochen. Man hat 3 Workouts, die werden immer donnerstags released. Und man hat dann bis montags Zeit, um das Workout zu machen, so oft wie man mag. In einem Affiliate kann man das dann ganz einfach machen und von einem Judge abnehmen lassen. Ist man in keinem Affiliate, was wir jetzt auch nicht mehr sind mit Powerhouse seit 2-3 Jahren, dann kann man das Ganze aufnehmen und hochladen. Man muss es aber nicht unbedingt aufnehmen, wenn man nicht glaubt, dass man in die Quarterfinals kommt, was dann der nächste Step der CrossFit Games Season ist. Aber erstmal, die Open sind weltweit. In jeder Box, in jeder Community wird das gemacht. Das ist ein Workout, das dann quasi auf ein Leaderboard kommt und dann kann man sich auf der ganzen Welt mit Leuten messen in verschiedenen Kategorien, egal ob Teams, egal ob Teams, egal ob Adaptive Athletes und dann gibt es noch ganz, ganz viele Unterkategorien, in die man sich eintragen kann und schauen kann, wo man da so steht. Danach, wenn die 3 Wochen um sind und die 3 Workouts abgearbeitet sind, dann geht es weiter in die Quarterfinals. Die Quarterfinals sind für die besten 10% der Region. Ne? Zum Beispiel in Europa müssen das so knapp 3.000 bis 4.000 Leute sein, die sich dann für die Quarterfinals qualifizieren. Das passiert dann auch wieder in der Box. Da gibt es aber dann ein gesetzteres Schedule. Das ist nur ein einziges Wochenende, wo man, ich meine, zwischen 4 und 5 Workouts macht. Man hat dann nur einen gewissen Zeitraum, zum Beispiel von Donnerstagabend bis Freitag. Mittags, wo man das Workout gemacht hat und hochgeladen haben muss. Das heißt, man hat da seine Reihenfolge. Es ist halt eher wie ein Wettkampfwochenende, nur dass man es halt gefühlt alleine mit einem Judge in einer Box macht und alle Videos aufnehmen muss. Danach geht es nach diesen Quarterfinals, und ich glaube, dann ist auch Ende für mich, geht es zu den Semifinals. Die sind dieses Jahr wieder ein bisschen anders als die Jahre davor. Deshalb hat jetzt eher wieder den Vibe von Regionals, ne, weil für Europa ist es eine große Europaregion, da können es 60 Athleten hinschaffen und dann gibt es noch in Nordamerika, in Südamerika, gibt es verschiedene Regionen, Afrika, Asien und Australien. Und was die neu eingeführt haben, was ich gut finde, in Europa können sich 5 Männer, 5 Frauen und 5 Teams für die Games qualifizieren. Aber es gibt ein Power Ranking. Das Power Ranking sagt aus, dass man alle Games Season Erfolge oder Scorings nimmt und die zu einem Power Ranking macht. Das heißt, rein theoretisch kann Europa dann noch 2 oder 3 Plätze mehr für die Games haben oder andere Regionen, die halt besser sind und wo bessere Athleten bessere Scores erwirtschaftet haben, sage ich mal. Ja, und dann kommen natürlich die Games, wo halt diese Athleten hinfahren, die Besten der Welt. Was dann auch schon eher ein Riesenspektakel ist. Es sind alles zwischen 6 Tagen und 4 Tagen, also es ist immer ein bisschen anders und man kann nicht genau das Schedule vorausschauen. Wie geht es jetzt für mich weiter? Ich habe es ja schon mal gesagt, ne? In den letzten Wochen ging die Intensität was nach oben, das Volumen ging was runter. Heute habe ich mal mit einem Kraftteil angefangen. Ist eher suboptimal, weil im besten Falle fängt man mit einem großen Conditioning-Piece an am Morgen. Aber für mich, meine Kraft ist halt nie die beste. Von daher versuche ich mir da immer so ein bisschen was zu sparen und meinen Fokus drauf zu setzen. Meine Ausdauer ist eigentlich immer sehr, sehr gut. Von daher mache ich das jetzt als zweites. Gleich kommen noch Ruderintervalle und im Nachgang, nach den Ruderintervallen, werde ich noch ein kleines Workout machen. Wird aber, glaube ich, ein E-Mom sein mit 10 Burpee oder Bar-Facing Burpees. Ja, wir wissen ganz genau, Burpees werden auf jeden Fall vorkommen. Das heißt, die Kapazität da ein bisschen nach oben schieben, ist eigentlich immer sehr wichtig. Ne, genauso wie Rudern wird jetzt auch wieder vorkommen. Die Equipmentliste wurde ja vorgestellt und Rudern war wieder auf der, das Rudergerät war wieder auf der Equipmentliste. Von daher Ruderintervalle auch sehr, sehr wichtig. Na, ansonsten versuche ich euch jetzt mal so die nächsten 2 Wochen was kontinuierlicher mitzunehmen, mein Training, damit ihr seht, was ich für die Open mache, wobei das nicht der Riesenfokus, glaube ich, für mich ist. Vielleicht bin ich da ein bisschen übermütig, was das Ganze angeht. Ich schiele da ein bisschen mehr auf die Quarterfinals, aber nichtsdestotrotz will ich ja auch okay Scores in der Open haben, damit ich mir da keine Gedanken drüber machen muss, ob es jetzt für die Quarterfinals gereicht hat oder nicht.
Das war gemein. Die Intervalle waren 300 Meter bei der 2 Kilometer Pace, 200 Meter Recovery und 200 Meter Sprint. Heißt, die ersten 300 bei unter 1,39 auf 500 Meter, dann wirklich easy 2,15 auf 500 Meter und dann war ich glaube ich bei unter 1,30 für 200 Meter, eine Minute Pause, viermal das Ganze. Wichtig war mir dabei natürlich lange Züge beizubehalten, auch wenn ich sprinte. Und was ich immer wieder sehe und was ich selber schon immer vermeide, ist ein zu krasses Painface. Ich weiß, dass ich manchmal beim Training so aussehe, als ob ich gelangweilt bin oder es nicht anstrengend ist, aber das sind, ich sag mal eine Zahl, 52 Muskeln, vielleicht sind es auch mehr oder weniger, im Gesicht, die nicht angesteuert werden müssen. Die einfach nur ruhig bleiben müssen. Erstens für die Muskulatur, zweitens vor allem für den Kopf. Macht es euch nicht schwerer, indem ihr irgendwelche Grimassen zieht, die nicht sein müssen, nur um irgendjemandem zu zeigen, dass ihr gerade hart arbeitet. War hart, jetzt kurz Pause und dann mal gucken, wie das eben auch mit den Burpees wird. Weil die Beine sind schon ganz schön zu. Huh. Open. Kann ein bisschen den neuen Open Standard, was heißt neu, der gibt es seit 2 oder 3 Jahren, testen, dass man nicht gleichzeitig abspringen muss. Und dreht euch immer in eine Richtung, also fixiert eine Wand an. Dann kriegt ihr keinen Drehwurm. Und auch noch wichtig, Fußnägel schneiden, ansonsten tut es auch mal weh. Jeder, der das schon mal hatte, der weiß, wovon ich rede. Also nicht jetzt, aber hat jeder mal gehabt, ne? Oder? Nicht? So, das war von der Intensität okay, war hart, aber gut machbar. Vor allem 10 Burpee oder Barfacing Burpees auf die Minute sind jetzt nicht allzu viele. Konnte man immer in 25 Sekunden machen, aber wir versuchen ja eine gute Intensität hinzubekommen, immer wieder. Heißt, bei 25 Sekunden ist man weit unter 5 Minuten für 100 Burpees und das ist fein. Wenn man die Intensität dann hält und in die Open übersetzt, perfekt, muss nicht immer das Riesenvolumen sein, dass es funktioniert. Ja, das war auch schon ein Trainingstag von mir. Sieht jetzt erstmal auf Papier nicht viel aus. Natürlich geht immer mehr Volumen, aber ich denke gerade vor den Open und 2 Wochen vor den Open muss man halt schauen, dass alles auch funktioniert, Intensität drin bleibt und man sich auch noch erholen kann. Noch eine Sache, die nächsten Monate werden sehr spannend. Ich spoilere jetzt noch nichts. Aber jeder, der hier trainiert, weiß, ne, wenn ich so in die Richtung da hinten zeige, da könnte sowas kommen, da kommt so einiges, glaube ich. Aber lassen wir euch erstmal jetzt im Dunkeln stehen. Ich werde euch immer berichten, wenn es was Neues gibt, also wirklich was Konkretes. Wie gesagt, gibt persönlich Powerhouse, einiges, was in den nächsten Monaten kommt, also seid gespannt.
Und damit kommen wir auch zum Ende des Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Schreibt was in die Kommentare für den Algorithmus, damit hier ne, der Kanal noch ein bisschen mehr ins Laufen kommt. Ich weiß, ich muss meinen Teil dazu beitragen und ein bisschen kontinuierlicher Videos posten. Aber mit Arbeit, Familie, Powerhouse, Personal Training, das ist einiges auf der Platte, was ich da habe. Keine Ausrede. Na doch, schon ein bisschen. Aber wie gesagt, ich versuche mich da zu bessern, immer wieder. Kann natürlich immer mal wieder auch Löcher geben. Jo, also, dann, wir sehen uns im nächsten Video.